Hey, im heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure eigenen Crafting-Rezepte erstellen könnt. In unserem Beispiel haben wir zum Beispiel jetzt ein Master Sword erstellt. Das Ganze könnt ihr jetzt in diesem Fall mit diesem Crafting-Rezept erstellen und dann kriegt ihr ein Eisenschwert mit Knockback 1. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr nach dem Intro. So, und nun möchte ich zeigen, wie ihr das Ganze implementieren könnt. Das Ganze geht relativ einfach. Dafür müssen wir uns einfach erstmal eine neue Methode anlegen. In diesem Fall nennen wir es einfach Create Recipe, also Public Static Void Create Recipe. Create Recipe, genau so. So, und damit in dieser Methode erstellen wir jetzt unser Recipe. Das Ganze ist eigentlich gar nicht schwierig. Als erstes machen wir uns ein Item Stack. Das ist Item Stack Recipe Item, nennen wir das Ganze jetzt. Das ist ein New Item Stack. Und dann nehmen wir ein Material und dann nehmen wir Iron Sword. So. Dann laden wir jetzt hier das Iron Sword. Damit das jetzt ein bisschen einfacher noch geht, machen wir es sozusagen jetzt so, dass wir nochmal, oder vielmehr, damit wir noch besser sehen können, was genau da effektiv passiert, setzen wir dem Recipe Item mal ein Enchantment, also Recipe Item. Ja, Add Enchantment. Jetzt müssen wir halt angeben, was für ein Enchantment. Also Enchantment. Und dann nehmen wir jetzt mal hier Knockback. Und das Level setzen wir auf 1. So, damit haben wir jetzt unser Item, was am Ende sozusagen erstellt werden soll, was am Ende bei unserem Recipe rauskommt. Jetzt müssen wir aber uns ein Shape Recipe machen. Shaped Recipe Recipe ist gleich New Shaped Recipe. So. Jetzt seht ihr hier auch schon die Vorschläge, wie wir es gleich erstellen können. Na, jetzt müssen wir zwei Namespace Key einmal nehmen. Dann machen wir uns das recht einfach. Wir machen hier ein New Namespace Key. Und dann nehmen wir unser Plugin in diesem Fall. Tutorial.m ist das in diesem Fall. Also sozusagen unsere Main-Klasse. Müsstet ihr bei euch genauso machen, je nachdem wie euer Plugin dann heißt. Beziehungsweise wo eure Main-Klasse ist. Oder ob ihr gerade in der Main-Klasse arbeitet. Und dann können wir es sozusagen benennen, wie wir unser Schwert nennen wollen. Ich nenne das jetzt in diesem Fall Master Sword. Und dann müssen wir aber noch ein Namespace Key implementieren. So wie ihr seht, der hat jetzt auch hier schon das Recipe Item direkt reingepackt. Die Shape Recipe sagt halt einmal als erstes in diesem Namespace Key, worauf der Namespace liegt. Das ist in diesem Fall unser Plugin. Und danach halt, wie das Ganze heißen soll, in unserem Fall der Master Sword. Das ist nicht das, wie das Item dann heißt, sondern es ist nur, wie das Item intern abgelegt wird. So, jetzt müssen wir einfach nur noch das Recipe.shape setzen. Damit setzen wir die Shape des Items selbst. Das sind in diesem Fall drei Strings, die jeweils sozusagen drei Inhalte haben. Ihr dürft jetzt sozusagen frei, wie ihr Lust habt, diese benennen. Das heißt, ihr nehmt jetzt einfach irgendwie zum Beispiel Großbuchstaben, wie ich das jetzt hier mache. Zum Beispiel R, D für Diamond und A für R. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Fall in der ersten obersten Zeile, das sind die ersten drei Slots von oben. R, Diamond, R. Dann nehmen wir R, Iron, R. Und dann nehmen wir R, Stick, R. Wie gesagt, ihr könnt das so benennen, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt auch prinzipiell da, wo jetzt ein A steht, am Ende ein Diamond drauf matchen. Oder drauf packen. Das seht ihr nämlich jetzt, wie es funktioniert. Nämlich wir setzen jetzt Recipe.set Recipe.set Ingredient. Und seht ihr, wir haben einen Char Key. Ein Char setzt ihr immer mit zwei Apostrophen, also einzelne Apostrophen, nicht die Doppelapostrophen, wie ihr sie vom String kennt. In diesem Fall nehmen wir jetzt das A und Ingredient setzen wir das Material, das ist in diesem Fall Material.r. Also wenn ihr sozusagen an einer Stelle etwas haben wollt, wo sozusagen nichts übergeben werden soll, müsst ihr es aber trotzdem mit Material.r setzen. Ihr müsst auf jeden Fall das Ingredient setzen. Das Ganze müssen wir jetzt für die weiteren Sachen machen, das heißt wir machen das jetzt auch noch für Recipe.set Ingredient und das machen wir jetzt einmal nochmal für den Diamond. Und das gleiche nochmal für den Iron Ingot, also Recipe.set, Recipe.set Ingredient. Dann halt für I ist das der ist Material.iron Ingot. Und das letzte noch für den Stick ist auch Recipe.set Ingredient. Und dann ist das in diesem Fall Stick Material.stick. So, das war auch schon mal sozusagen der wichtigste Punkt. Jetzt müssen wir nur noch das Recipe auch sozusagen an Bucket übergeben. Das machen wir in diesem Fall mit Bucket.addRecipe und dann unser Recipe. Das heißt ja in diesem Fall Recipe.
Damit übergeben wir das Ganze jetzt an Bucket. Jetzt müssen wir noch die Create Result beim Starten des Plugins ausführen. Ihr kennt ja, also wenn ihr die Plugin Base schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass die Setup ausgeführt wird, wenn das Plugin enabled wird. Deswegen können wir hier einfach in dem Fall Create Result unten einfügen, so damit wird das Result jetzt beim Starten des Servers erstellt. Ja, und jetzt müssen wir halt einfach, wie gesagt, dann halt in der ersten Reihe einen Diamanten angeben, in der zweiten bzw. mittleren Reihe einen Iron Ingot und in der untersten Reihe in der Mitte einen Stick. Und damit kriegen wir das Master Sword, was direkt einen Enchantment hat mit Knockback 1. Ja, und wie das Ganze dann in-game aussieht, seht ihr jetzt. So, und nun befinden wir uns in-game und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt hier ein Crafting Table, da packen wir jetzt einfach mal unseren Stick rein. Dann unser Diamanten ganz nach oben und unser Iron an die Seite. Und ihr seht, wir kriegen unser Iron Sword mit Knockback 1. Und so einfach könnt ihr euch eure eigenen Crafting-Rezepte hinzufügen. Ihr seid da komplett frei, wie ihr das Ganze machen wollt. Und ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ansonsten könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, sofern ihr dann halt weitere Videos sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.